Schlüssel. Ja, liebe Facebook-Gemeinde, heute gehen wir also schon zum 6. Mal live und wir haben uns dafür einen ganz besonderen Ort ausgewählt. Wir sind heute zu Gast in der K&S Seniorenresidenz, weil wir über die Pflegeberufe ja schon oft gesprochen haben und uns einfach heute mal trauen wollten, auch hinauszugehen und aus einer Pflegeeinrichtung zu senden. Die Idee haben wir dann gleich mit Yvonne Kreisig besprochen. Yvonne Kreisig ist die Heimleiterin, die Residenzleiterin der K&S Seniorenresidenz hier in Chemnitz. Und erst war sie ein kleines bisschen aufgeregt und hat gesagt, ihr immer mit euren verrückten Ideen. Aber dann hat sie gleich gesagt, wir können vorbeikommen, wir richten ein Zimmer her und wir senden heute also mal direkt aus der Seniorenresidenz. Yvonne, schön, dass wir heute bei euch und bei dir hier sein können. Ja, herzlich willkommen, Judith. Und stell uns doch einfach mal deine Einrichtung und dein Haus hier etwas genauer vor. Ja, unser Haus hat im Jahr 2016 eröffnet. Wir bieten hier Platz für 147 Bewohner, die bei uns wohnen und beschäftigen mittlerweile so rund 110 Mitarbeiter. Die K&S-Gruppe ist ein ganz großer privater Träger mit insgesamt schon über 4000 Mitarbeitern und damit einer der größten privaten Träger in ganz Deutschland. Wir sind auch in vielen Bundesländern vertreten. Ja, aktuell mit 34 Pflegeheimen. 34 Pflegeheime. Jetzt sind wir ja hier in Chemnitz. Ja. Beschreib uns doch mal, wie so ein klassischer Tag hier in der Seniorenresidenz ausschaut. Ja, der klassische Tag beginnt natürlich morgens mit der Pflege. Alle Bewohner möchten gerne versorgt sein. Die einen wollen ganz gerne die Ersten sein, die anderen wollen gerne noch ein bisschen buzeln und ein bisschen länger schlafen. Dem wollen wir natürlich gerecht werden. Ja, dann geht es schon zum Frühstück. Wenn dann der Kaffeeduft über den Bereich zieht, dann lockt es auch die Letzten noch aus dem Zimmer. Und ja, dann nach dem Frühstück findet bei uns eine Beschäftigungsrunde statt, auf jedem Wohnbereich, auch unten in der Cafeteria mittlerweile wieder. Und ja, die Bewohner finden dort ihren Sinn im Leben und im Tag, können auch mal den Sportraum benutzen oder die Sohle genießen oder vielleicht auch einfach mal draußen ins Freie gehen. Ja, jetzt hast du uns ja schon ganz schön viel erzählt, was ihr so für auch besondere Sachen für die Bewohner hier anbietet. Zum Beispiel ist am Wochenende auch das Hutfestival bei euch. Genau. Vielleicht möchtest du gleich nochmal unsere Zuschauer dazu einladen. Wann wird das genau sein? Das Hutfestival macht bei uns Station am Samstag, den 10.10. von 11 bis 12. Wir haben deswegen auch das Mittagessen um eine Viertelstunde verschoben, dass auch die Bewohner das mit genießen können, vielleicht aus dem Fenster raus oder vom Balkon oder natürlich auch rausgehen, wenn es das Wetter zulässt und es nicht so kalt ist. Ja, und da laden wir euch natürlich herzlich ein. Kommt vorbei, natürlich mit dem gegebenen Abstand. Das wäre nicht schlecht. Und ansonsten, ja, es kommen, glaube ich, Trommler, die hier, denke ich, ganz gut Ballett machen werden. Super. Also die Bewerbung für das Food Festival war hier bei der Seniorenresidenz erfolgreich. Und ich glaube, das spiegelt auch ganz gut hier die Einstellung vom Haus wider, denn hier ist tatsächlich einfach immer was los und man möchte also wirklich mittendrin auch im Stadtbild sein. An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen für all unsere Zuschauer. Wir freuen uns, dass ihr heute reingeklickt habt. Wir senden heute live aus der K&S Seniorenresidenz und also nochmal ein Hallo von dem BIP und der K&S. Jetzt hat uns Yvonne Kreisig schon das Haus etwas vorgestellt, hat uns gesagt, wie viele Bewohner hier versorgt werden und dass also täglich auch viel Arbeit anliegt. Yvonne, welche verschiedenen Berufsgruppen arbeiten denn hier und für welche verschiedenen Berufe bietet ihr auch Ausbildung an? Also viele verschiedene Berufe haben wir hier beschäftigt, weil jeder Beruf wichtig ist. Ne? Also die Einrichtung kann nicht gut laufen, wenn sie nicht sauber ist. Das heißt, wir haben die Kollegen in der Reinigung und in der Wäscherei, sodass auch die Bewohner immer wieder frisch angezogen und sauber sind. Dann haben wir natürlich den Pflegebereich, das ist klar. Die Küche, wir kochen selbst, wir haben also Köche angestellt, Servicekräfte, die quasi dort bedienen und die Nebenarbeiten machen. Natürlich den Bereich der Betreuung, soziale Betreuung ist ein ganz großer Bereich mit den Ergotherapeuten und Alltagsbegleitern. Und die Verwaltung nicht zu vergessen, die natürlich da das ganze Organisatorische übernehmen und morgen zum Beispiel die NTK-Überprüfung durchführen werden.
Ja, ansonsten ausbilden machen wir momentan das in drei Bereichen. Das heißt, wir bilden aktuell eine Köchin aus, die bereits im dritten Lehrjahr ist. Eine Kollegin lernt den Krankenpflegehelfer aktuell bei uns. Und alle anderen Azubis sind ungefähr 13, werden Altenpfleger bzw. sind jetzt drei davon in die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau gestartet. Jawohl. Jetzt hast du uns dargestellt, welche verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Es ist also hier sehr umfangreich. Und wir möchten heute ja auch schon gleich nach dem Start des aktuellen Schuljahres hier aus der Seniorenresidenz senden, weil wir natürlich auch zeigen wollen, wir können schon wieder Bewerbungen für das nächste Schuljahr annehmen. Und wer also sich interessiert, zeitiges Kommen sichert auch die guten Plätze. Vielleicht kannst du noch einmal kurz darstellen, was ihr als KNS auch für die Auszubildenden bietet. Also wir haben ein ganz gutes Feature. Wir haben zum Beispiel für die ganz besonders guten Azubis die Möglichkeit, sie zum Azubi des Jahres zu küren. Und dann dürfen die Azubis ein Jahr lang mit einem kleinen Smart oder einem Mini umsonst durch die Stadt tigern oder vielleicht auch mal in einen kleinen Urlaub fahren. Sie müssen dann im Prinzip eigentlich nur noch tanken fahren, aber selbst das müssen sie nicht finanzieren. Also das ist alles inklusive. Für die Azubis, die noch keinen Führerschein haben, haben wir auch eine Lösung gefunden. Die bekommen dann für uns, von uns für die Zeit ein Jobticket gestellt. Ja, sehr schön. Praxisanleitung bieten wir natürlich an. Ganz klar, wir sind aktuell dabei, noch zwei Praxisanleiter auszubilden, sodass also auch die praktische Ausbildung gut gemeistert wird. Das ist eine ganz wunderbare Überleitung, denn für unseren heutigen Livestream haben wir uns ja mehrere Kollegen hier aus der KNS Seniorenresidenz gesucht. Und deswegen möchte ich jetzt bitten, Yvonne, dass du gleich zu unserem nächsten Gast überleitest. Das ist Laura Gartner. Sie ist eine Absolventin der Altenpflegeausbildung, hier bei euch beschäftigt. Und sie wird also jetzt gleich meine nächste Gesprächspartnerin sein. Vielen Dank, Yvonne. Wir sehen uns gleich auch mal wieder. Bis gleich. Bis gleich. Ja, an dieser Stelle sende ich noch einmal liebe Grüße zu all unseren Zuschauern. Ganz wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. Und dass wir also die vielen Dinge, die wir in den letzten Livestreams schon besprochen haben, heute einmal direkt aus der Residenz senden können. Und da kommt schon mein nächster Gast. Na. Hallo, Laura, ich grüße Sie. Ich setze mal. Jawohl. Das ist heute eine ganz besondere Situation. Wir tauschen heute also einmal die Rollen. Normalerweise war die Laura von 2014 an bei uns in der Schule zur Vollzeitausbildung. 2016, Entschuldigung. Alles gut. Ja, und hat also die Ausbildung erfolgreich absolviert. Laura, vielleicht kannst du erst mal erzählen, warum hast du denn die Ausbildung überhaupt begonnen? Warum hast du dich dafür entschieden? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin seitdem ich klein bin absolut sozialer Typ. Meine Eltern, also vor allem meine Mutter, die arbeitet schon seit mehreren Jahren, seit fast 20 Jahren jetzt in der Pflege. Demzufolge hatte ich da auch schon immer den Bezug gehabt. War öfters mit auf Arbeit, zum Osterfest, habe Getränke ausgeteilt, also ganz kleine Kleinigkeiten. Ne? Dann durch einen Schicksalsschlag in der Familie kam es dann dazu, dass ich meinen Vater selber gepflegt habe mit meiner Mutter. So hatte ich dann auch mehr den Bezug zur Pflege, sag ich mal. Und dann so richtig kam das dann eigentlich im Wechselpraktikum, Mini-Praktikum, so die Klasse. So über die Schule zum ja, Beispiel, jawohl. Genau, wo ich dann auch dachte, ja, ist eigentlich deins. Ne? Die soziale Art, da habe ich, ich mag dieses Teamarbeiten. Ne? Bin ja absoluter Teamplayer, habe 9 Jahre Fußball gespielt. Ne? Okay. Also Teamfähigkeit ist schon einmal eine wichtige Eigenschaft, die man in diesem Beruf auf jeden Fall mitbringen sollte. Ja, na, und so kam das dann, habe noch ein paar Praktikum so aus eigener Interesse in der Pflege absolviert, verschiedene Träger, mal überall reingeguckt. Ne? Der Lebensgefährte jetzt von meiner Mutti ist auch in der Pflege tätig, sogar auch hier. Und so kam das dann. Also ist es neben dem Job auch einfach eine Familien- und eine Herzensangelegenheit. Ja. Laura, was ist denn so dein schönstes Erlebnis in diesem Beruf? Mein schönstes Erlebnis? Es gab bis jetzt tatsächlich viele. Aber das Schönste ist eigentlich immer noch die Wertschätzung von den Bewohnern. Also das klassische Lächeln. Wenn sie sagen, hey Laura, du warst lange nicht mehr da, wenn jetzt bis 2 Tage nur am Wochenende frei hattest oder mal im Urlaub warst. Und dann sagen, hey Laura, schön, dass du wieder da bist, ja, hast gefehlt oder machen wir heute wieder so wie letztens. Und die dich dann einfach bloß angrinsen und sagen, schön, dass du da bist. Das ist eigentlich echt das Schönste und das habe ich auch tagtäglich, wenn ich hier bin.
Jetzt gibt es ja über den Pflegeberuf auch immer ein paar kritische Stimmen, dass die Arbeitsbedingungen nicht ganz angemessen sind, dass auch die Vergütung nicht so ist, wie das sein sollte, dass bestimmte Rahmenbedingungen auch nicht stimmen. Wie ist denn so dein Blick darauf? Wie würdest du denn das bewerten und würdest du denn auch jemanden empfehlen, so einen Beruf zu ergreifen? Also das auf jeden Fall. Logischerweise brauchst du einfach die soziale Ordnung. Mhm. Wenn man die soziale Ordnung nicht hat, dann ist die Pflege halt einfach für ihn nichts. Ne? Die soziale Ordnung, die kommt auch nicht einfach, die ist einfach da. Ja, das ja, fühlt man. Das fühlt man, genau. Das okay. merkt man aber dann schon im Laufe der Jahre, Mittelschule, Realschule. Ne? So merkst du das dann eigentlich, ob du der soziale Typ bist oder nicht. Ne? Damals kam das bei mir an der Schule, dass ich mich jetzt als Streitschüchter und sowas. Ne? Okay. Ja. Aber zu dem Thema zurück, Pflege, wie gesagt, empfehlen wir das auf jeden Fall. Ich liebe meinen Beruf, ne? Das wissen Sie. Ja, das wissen Sie. Und das strahlst du auch aus. Und wir hoffen, dass das natürlich auch hier durch unseren Livestream direkt durch den Kanal gesendet wird. Ja. Dass also ganz viel Herzblut hier dabei ist. Ja, aber ja, wie wir das Thema schon mal hatten, diese Klischee-Aussagen, wirst du ja nach wie vor noch oft, jetzt hatten wir durch Corona diese ganzen Debatten, ne, mit unterbezahlt, dann dieser Bonus noch, steht der Bonus uns überhaupt zu, dann dieser Applaus, den es für uns gab, ne, da gab es ja auch viel Kritik und viel Lob. Ja. Unterbezahlt sind wir, meine Meinung, okay. ist so für den Beruf, den wir leisten, das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch die Psyche, ne, die stark belastet wird bei uns. Aber wie gesagt, da hat jeder eine eigene Anstellung. Ich komme hier auf Arbeit nicht wegen der finanziellen, sondern einfach nur, weil ich gern hier bin. Ich tue Gutes, das weiß ich, und ich versuche aus meinen 8-Stunden-Dienst, die ich da bin, das Beste draus zu machen. Ja? Und das ist ja sicherlich ein sehr großer Mehrwert, dass man eben gern kommt. Laura, du hast dich entschieden, und das ist auch ein was sicherlich viele Leute über den Beruf gar nicht so wissen, dass du dich weiterbildest. Mhm. Und du absolvierst jetzt also die Ausbildung zur Praxisanleiterin, um eben genau dieses Herzblut, aber auch das fachliche Wissen weiterzugeben. Mhm. Was wird denn dann zu deinen Aufgaben als Praxisanleitung gehören? Als allererstes dieses Herzblut weiterzugeben. Okay. Ne? Ja. Also, Sie merken mir das ja an. Ne? Ja. Ich freue ja wirklich. Ich liebe für den Beruf. Es ist einfach so. Ne? Ihr könnt das da draußen auch gern kommentieren. Wenn ihr also das Herzblut hier durch die Leitung spürt, da freuen wir uns, denn so ein Livestream ist ja auch dazu da, dass wir authentisch vermitteln. Warum lohnt sich das auch? Ja. Ich kriege ja nicht nur junge Azubis. Bis jetzt habe ich 2 junge, ja, aber ich kriege ja nicht nur junge, es gibt ja auch Quereinsteiger. Ne? Richtig. Mhm. Aber erste Aufgabe, den Beruf attraktiv rüberzubringen. Ne? Es gibt Facetten, keine Frage. Mhm. Das sieht man ja auch. Ne? Aber davor halt auch keine Scheu haben, es so hinzunehmen. Was sind zum Beispiel so Facetten, wo man sagt, da kann man also vielleicht sich ein bisschen schämen oder auch Scheu davor haben? Was könnten solche Situationen sein, wo du dann als Praxisanleiterin eben auch unterstützt und Ratschläge gibst? Und vor was hattest du zum Beispiel auch etwas Angst oder etwas Scham? Bin ich ehrlich, vor den Akutsituationen. Also wenn jetzt irgendwas passiert, ich dann, sag ich mal, komplett handeln muss, ne, aus meinem eigenen. Ich wusste, dass ich hinkriege. Ja. Aber da gehört ja mehr dazu. Du musst lässig bleiben, du musst cool bleiben. Ne? Du musst aber kompetent handeln, du musst wissen, was du machst, du musst planen. Ne? Dann kommt es ja auch auf den Notfall drauf an, dann dieses interdisziplinäre Team hast du ja dann noch. Du hast mit der Rettung mit dem Arzt zu tun. Rettung und Algenpfleger, die sind sich nicht immer grün, muss ich ehrlich sagen. Und das ist okay. Jetzt also dort gut zu kommunizieren. Ja. Mhm. Und auch mit der Ärzte, also es gibt solche und es gibt solche, ne? Gibt es überall, keine Frage. Ja, aber das ist so das, wo ich jedes Mal sage, es läuft nie glatt. Mhm. Ja? Es läuft wirklich nie glatt, aber manchmal hast du wirklich so Situationen, gerade mit der Rettung oder mit dem Arzt, wo du dir dann denkst, warum ist es jetzt so gelaufen? Weil eigentlich aus deinem eigenen Kompetenz sagst du, es hätte anders laufen sollen. Okay. Ja, von der Handhabung her, von der Maßnahme. Ich bin schon mal sehr stolz,
Denn in diesen paar kurzen Worten habe ich gemerkt, dass aus der Schule sehr viel hängen geblieben ist und dass Laura auf jeden Fall zu dem Thema der interdisziplinären Zusammenarbeit, wo es vielleicht manchmal eben auch bestimmte Kommunikationsschwierigkeiten oder kleine Missverständnisse geben kann, auf jeden Fall auch reflektiert vermitteln kann. Sehr schön. Laura, wir möchten ja heute einen kleinen Rollentausch machen und wir wollen einmal auch ganz praktisch eine ganz konkrete Aufgabe zeigen, die also zum alltäglichen Aufgabenbereich der Fachkraft dazu gehört. Du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Und du wirst also gleich die Rolle des Praxisanleiters hier für mich übernehmen. Es geht los. Genau so sieht's aus. Als allererstes nimm mal den Mundschutz wieder ran, weil ich kann jetzt diesen Mindestabstand nicht einhalten bezüglich der ganzen Corona-Pandemie. Jawohl, das machen wir. Ich zeige euch heute die BZ-Messung, die klassische. Frau Richter kennt es schon. Wir hatten in der Berufsschule schon des Öfteren das Vergnügen zusammen. Blutentnahme, BZ-Messung, ganz amüsant. Ja. Und noch Bilder davon. Und Frau Richter war auch immer etwas geizig bei dem Thema der Blutentnahme. Oh ja. Aber heute werde ich nicht so geizig sein. Es geht los. So, klassische BZ-Messung. Ja, vielleicht kannst du auch erstmal ganz kurz erklären, welche verschiedenen Utensilien da gebraucht werden. Mach ich. Zum einen Handschuhe, da ich ja indirekt Kontakt mit ihrer Blut habe. Ja. Händedesinfektion, also allgemein Desinfektion für Injektionen. Dann natürlich das BZ-Messgerät und die dazugehörigen Streifen. Jetzt kommt eigentlich das Schlimmste hier an der Sache. Das zum Ärgern. Die Stechhilfe. Ich habe auch noch ganz, ganz altgetreue. Aber das tue ich doch vor Richter heute nicht an. Heute dürften sie mal, ne? Ja, eigentlich, aber die sind wirklich gemein, ne? Okay. Und dann die ganz normalen Tupis zum Desinfizieren und dann zum Blut abnehmen. Abtragen. So. Vorab, ich erkläre gleich noch ein bisschen was. Ich tue mir nebenbei schon mal die Händedesinfektion. Zur Desinfektion ganz kurz. Auf jeder Desinfektion steht es eigentlich drauf, die Einwirkzeit, ne? Okay. Standard sind eigentlich 30 Sekunden. Gut. Gibt aber auch andere Desinfektionen, Marken oder Arten, ne? Gerade jetzt nur bezüglich gewissen Keimen, wo wir dann spezielle haben, wo dann auch die Einwirkzeit variiert. Ne? Gut. Also das Thema Hygiene ist ja von Tag 1 an auch ein wichtiges Thema, nicht nur zu Zeiten von Corona. Und das ist natürlich auch ein ganz besonders wichtiges fachliches Thema, das die Praxisanleitung natürlich auch den Schülern vermitteln muss. Genau. So. Vorbereitung ist natürlich alles. Okay. Ich bin so eine Type, ich tue mir immer den Test streichen, weil es ist immer direkt mit Fingerarbeit. Okay. Tue ich dann schon ganz leicht bloß hier ranlegen, dass ich dann bloß noch reinschieben muss. Wenn ich es jetzt schon reinschiebe, geht es an und geht dann noch eine gewisse Zeit raus. Okay. Genau. So, Händeabschnitt desinfiziert. Ich ziehe jetzt meine Hand vor. Laura, in welchem Lehrjahr hatten Sie das dann dran? Wo? Und haben das auch unter Anleitung hier an der Einrichtung geübt? BZ-Messung und Diabetes waren im 10. Lehrjahr dran. Okay. Aber selber hier in der Einrichtung hatte ich auch so leider. Durften Sie auch schon eher mit üben. Genau. Genau. Und von der Praxisanleitung eben unter Anleitung und Kontrolle dann auch schon mit Hand erlegen. Okay? Mhm. So. Jetzt hätte ich gern einen Finger von Ihnen. Jawohl. Nehmen Sie diesen. Ich nehme mal lieber den. Bitte schön. So, dann gibt es hier bei uns diese Sprüh. Wie Sprühtechnik, das lassen wir jetzt hochbrechen und einwirken. So, in der Zeit hole ich mir schon mal meine Stechhilfe. Jawohl. Wie ist denn das Gefühl, Laura, dass Sie dann Selbstnoten vergeben können? Ja, es ist komisch. Es ist wirklich komisch. Ich bin nun ehrlich, ich war nie so der Typ, der sich selber perfekt reflektieren konnte. Das waren die meins, Stärken, Schwächen, um von mir selber aufzuzählen. Ist auch immer so ein Thema für sich. Ne? Ich muss sagen, wie gesagt, die Frau Kreisig, die hat mir jetzt schon zwei Azubis so viel an der Hand gegeben. Die Hand ist gerade drüber, ne? Die wird nächstes Jahr fertig. Okay. Wenn alles gut läuft, läuft alles gut. Richtig. Ja, und hatten jetzt auch schon die ersten Anleitungen so grob durchgeführt. Ist ja jetzt wieder in der Schule, Bewerbungsbogen ist ausgefüllt. Jawohl. Es war komisch. Es war wirklich komisch und ungewohnt, vor allem, weil du umdenken musst.
Weißt du, wie du es damals gemacht hast, ja, und was so deine Fehler waren? Du siehst es jetzt bei jemand anderem und nicht bei dir selber, ist wirklich ungewohnt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sie sich in diese Aufgaben sehr gut hineinsetzen werden und dass die zukünftigen Schüler auf jeden Fall an der richtigen Stelle bei ihnen sind. Das wird schon. Ja, die 30 Sekunden haben wir geschafft. Genau. Es geht los. Ich setze jetzt mal die Seite an. Dafür? Nein. Was ich aber ganz toll finde, ist, dass sie zu ihren Arbeitsschritten sehr gut kommunizieren. Habe ich schon ja auch gelernt. Genau. So, das ist einfach wichtig. Die Öltropfen nehme ich weg. Und streiche ich nochmal aus. So. Der kommt weg. Dann warten wir ganz kurz. Ich gebe Ihnen Zucker. Der soll bitte. Und vielleicht erklären Sie nochmal nach draußen, wann ist es denn notwendig, dass Sie die Bildzeitkontrolle bei den Bewohnern mit durchführen? Wir machen das allgemein bei den ganzen Diabetikern. Ne? Wenn die Anordnung da ist vom Haus aus. Okay. Wir haben ganz, ganz viele insulinpflichtige Diabetiker hier, wo es fast eigentlich notwendig ist, dass wir die täglich dreimal messen. Schon alleine nur entscheidend für die Insulininjektion. Ist dann Ursprung, also maßgebend für die Einheiten, was wir spritzen. Okay. Mhm. So, Sie sind jetzt bei einem Wert von 5,1, dadurch, dass mir nicht bekannt ist, dass Sie Diabetiker sind, das ist der perfekte Wert. Wunderbar. Normwert liegt bei 3,3 bis 5,5. Und das wird natürlich auch dazu gehören, dass Sie den Schülern dann auch die Werte und deren Bedeutung erklären. Genau. Ich nehme nochmal. Bis jetzt habe ich das ganz gut hin. Sehr schön. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, auf was freuen Sie sich am allermeisten, wenn Sie dann also verantwortliche Praxisanleiterin auch sind? Der größte Erfolg ist natürlich, wenn ich die Azubis dann nach 3 Jahren durchführe. Ja, keine Frage. Wunderbar. Vor allem, wenn sie wahrscheinlich auch dasselbe Teil wie ich, ne? Die Einstellung zum Beruf. Sehr schön. Ja. In der Schule nennen wir das Handlungskompetenz, dass wir also neben der Fach- und der Methodenkompetenz, also das Wissen und die Durchführung, eben auch die Personal- und Sozialkompetenz mitbringen, um diesen Beruf ja mit ganz viel auch Eigeninitiative und Selbstreflexion durchzuführen. Vielen Dank, das war ganz wunderbar. Und noch an alle da draußen, wenn ihr also Lust habt, so eine coole und flotte Praxisanleiterin zu bekommen zukünftig, dann her mit den Bewerbungen, denn im nächsten Jahr geht es also wieder mit der Fachkraftausbildung hier im Schuljahr 2021/22 weiter. Zu den Aufgaben hier in der Seniorenresidenz gehört aber nicht nur das Fachpflegerische, sondern auch die soziale Betreuung. Und dazu haben wir jetzt die nächste Kollegin hier an Bord, die Christina aus der sozialen Betreuung, und die bringen Sie jetzt gleich mit. Vielen Dank. Die bringe ich mit. Ich habe sie dann. Ja, bis später. Tschüss. Ja, das ist also ein sehr schönes Gefühl, wenn man auf der anderen Seite dann seine ehemaligen Schüler sitzen hat. Und die also mit solch einer überzeugenden und positiven Art dann auch den Beruf rüberbringen können. Jetzt geht es schon weiter. Hallo Judith. Hallo Christina. Wir hatten also gerade die pflegefachliche Seite hier besprochen. Und Christina ist hier im Haus die leitende Ergotherapeutin und kümmert sich also um das sozialpflegerische Wohl der Bewohner. Genau. Christina, erklär uns doch mal, was also zu dem Job in der sozialen Betreuung hier gehört. Als erstes Empathie. Ist schon mal ganz wichtig. Wir arbeiten ja viele Menschen zusammen und erleben ja auch viele Bewohner. Kreativität ist ganz, ganz wichtig. Wir lassen uns hier viel aus. Unser neuestes Projekt ist ja am Samstag zum Hutfestival. Sind wir mit dabei? Also wir senden nochmal eine Einladung raus und freuen uns also, wenn hier auf dem Platz vor der Seniorenresidenz viele Leute vorbeikommen. Genau, von 11 bis 12 sind wir am Start. Jetzt hatten wir eine DDR-Ausstellung gehabt, sozusagen, wenn wir nicht ins Museum können, kommt das halt Museum zu unseren Bewohnern. Sehr schön. Christina, du bist ja Ergotherapeutin. Genau. Und hattest ja an deiner Ausbildung sicherlich sehr unterschiedliche Praktika. Nicht nur in der Pflege. Ja. Warum hast du dich für einen Job in einer Seniorenresidenz entschieden? In erster Linie, weil es familiär ist. Okay. Ich sage mal so, ich gehe immer nicht zur Arbeit, sondern ich gehe auch zu meiner zweiten Familie. Na?
dadurch, dass ich ja auch lange mit den Bewohnern zu tun habe und wir ein festes, tolles Team sind, ist es halt schon wie eine Familie geworden. Und das finde ich ganz wichtig. Dann muss ich immer wieder sagen, der Abwechslungsreichtum von Gruppentherapie, Einzeltherapie, halt solche besonderen Sachen mit unseren Veranstaltungen, DDR-Ausstellung, Weihnachtsmarkt, Sommerfeste, dass es halt wirklich immer was anderes ist. Und ja, das wäre. Wie halt viele Kollegen seid ihr im Team? Entschuldigung? Ja. Ja, wir haben 13 Alltagsbegleiter und wir sind 4 Ergotherapeuten. Okay. Also 3 Männer. Ja, also ist es auch ein gemischtes Team, ist ja auch sehr wichtig. Genau. Um also auch unterschiedliche Angebote zu machen oder vielleicht auch ein bisschen Vertrauensperson zu genau. sein. Mhm. Also von 21 bis 63. Okay, also auch generationsübergreifend. Genau, genau. Was auch gut ist, weil die eine Bewohnerin oder andere Bewohner, da kommt halt lieber mit unseren Reisenalltagsbegleitern klar, statt uns hübschen Hühnern. Ja. Weil er sich halt mehr für die Ruhe entscheidet. Okay. Und die anderen, die wollen halt die Action und die kriegen sie dann von uns. Jetzt hast du ja auch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Genau. Erkläre doch mal, was wir jetzt machen und warum. Wir haben unser Tastsäckchenspiel mitgebracht okay. für dich. Und zwar geht es ja darum, einmal den Bewohner besser kennenzulernen, ja. basale Stimulation, deine Sinne zu aktivieren. Kannst du uns ganz kurz erklären, basale Stimulation, was wir darunter zu verstehen haben? Genau, ist eigentlich kurz gesagt Aktivierung der Sinne, sensibilisieren, riechen, schmecken, hören. Und sozusagen besser auch an den Bewohner heranzukommen, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern. Okay. Na? Und zwar die Section, ich werfe sie gleich mal mit. Versuch einfach mal zu erraten, was wir dort reingetan haben, ohne reinzugucken. Okay. Einfach von außen. Gut. Ich darf aber auch einmal schnuppern, oder? Du darfst gerne schnuppern. Das ist sogar gar nicht so dumm bei dem. Okay. Oh, ich sehe schon, das kann jetzt ziemlich peinlich werden, wenn ich das also nicht noch nicht bekomme hier. Ich schnuppere noch einmal, ich habe schon eine Idee. Vielleicht könnte das aus dem Obstgarten sein. Ja. Ein kleiner Apfel. Sehr gut. Sehr schön. Ja, und das funktioniert tatsächlich dann sehr gut mit der Biografiearbeit, denn das erinnert mich natürlich gleich an den heimischen Garten von Oma und Opa. Sehr gut. Und das ist auch ein besonderer Apfel, den haben wir zum ersten Geburtstag, haben wir einen Apfelbaum im Garten gepflanzt und das ist ein Apfel. Jetzt haben wir echt, genau. Sehr schön. Können wir Apfelsaft und okay. Apfelwein machen. Jetzt hast du ja noch mehr mitgebracht. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Es wird schwierig. Section Nummer 2. Judith? Jawohl. Okay. Wieder einmal schnuppern oder eher weniger? Bei dem brauchst du nicht schnuppern. Jetzt schauen wir mal. Ihr könnt ja schon mal ein kleines bisschen mitraten. Hier ist also wieder was versteckt. Mal sehen, ach, was das diesmal in meiner Biografie auslöst. Wer sagt denn das? Wer behauptet denn das? Also, ich glaube tatsächlich, das erinnert mich auch wieder an meine Großeltern, wenn es jetzt das Weihnachtsgansessen gibt, dann werde ich sicherlich ein kleines Verdauerli brauchen, genau. oder? Jawohl. Das heißt doch gleich mal. Jawohl. Ist das für meinen Feierabend heute? Genau. Du musst uns dann nicht in den Kräuterraum gehen, sondern das hast du gleich schon bei dir. Das wäre ich ja aufs Glatteis geführt. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Und dann haben wir ein ganz spezielles, nur für dich halt vorbereitet oder fürs Mitten. Ja, ich sehe schon. Ein bisschen Spaß darf uns nie zu kurz kommen. So. Na, ich würde meinen, zum Glück habe ich schon 2 Kinder und die Familienplanung ist abgeschlossen. Genau. Da nehme ich das also mit nach Hause, damit ich auch weiter ordentlich auf Arbeit kommen kann. Genau. Spaß gehört natürlich auf jeden Fall dazu. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig unter euren Bewohnern, ja. dass man also wirklich das tägliche Lächeln und den kleinen Spaß auch immer wieder für die Bewohner organisiert. Ja, also wirklich auch der Bewohner, der möchte auch lachen. Und ich komme, sag ich mal, auch mit 9 Witzen auch nach Hause und erzähle die, weil die Bewohner halt auch, sag ich mal, so viel von sich preisgeben und Lebensfreude auch haben. Und das ist auch so schön. Mitzusehen. Auch dir merkt man diese Lebensfreude und diese authentische Art mit den Bewohnern auf jeden Fall an. Ich hoffe, dass wir diesen kleinen Spaß jetzt gut hier auch transportieren können. Vielen Dank, Christina, bitte. Du uns die Aufgabe der sozialen Betreuung auch etwas näher gebracht hast und dass du uns auch gezeigt hast, es ist eben ein Miteinander der verschiedenen Berufsgruppen und nur so können wir eben auch das Wohlbefinden dann erhalten.
Genau. Christina, vielen Dank. Das Schlusswort hat natürlich unsere Hauschefin, Yvonne Kreisig. Genau. Und deswegen musste sie noch einmal kurz hier, um also hier unseren kurzweiligen Livestream mit Yvonne Kreisig dann auch abzuschließen. Ja, ihr seht, es ist ein ganz umfangreiches und vielfältiges Spektrum. Und egal, ob es also Ausbildung in der Pflege ist oder auch ein Job im sozialen Betreuungsbereich, wer also das Herz am richtigen Fleck hat und gern mit Menschen zusammenarbeitet, Yvonne, bitte setz dich, der ist also in diesem Job richtig aufgehoben. Ja, Yvonne, du hast uns heute hier begrüßt zu unserem 6. Livestream. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, dass wir also hierher kommen konnten. Und deswegen hast du natürlich auch das Abschlusswort. Was möchtest du denn unseren Zuschauern gern noch mitgeben? Oder was möchtest du denn gern auch den zukünftigen Auszubildenden für den Job in der Pflege noch mit auf den Weg geben? Also ich glaube, du hast es gerade schon erwähnt, dass die Arbeit in der Pflege eine sehr erfüllende Arbeit ist. Weil jedes Dankeschön, was man bekommt und jedes... Manchmal reicht auch ein Blick, da ist eigentlich Bezahlung genug. Das macht auch mal einen kleinen Rüffel, den man vielleicht bekommt, wett. Ne? Und ansonsten, es ist ein Frauenberuf. Wir freuen uns aber auch über viele, viele Männer. Das steigt jetzt auch langsam wieder an, habe ich festgestellt. Weil natürlich die Arbeit auch körperlich anstrengend ist. Aber am Ende, wenn man ein tolles Team hat und in dem tollen Team sich aufgehoben fühlt, ist die Arbeit fast keine Arbeit mehr. Es geht von allein. Ja. Sie ist abwechslungsreich und es ist nicht wie am Fließband stehen oder in einem Betrieb, wo man jeden Tag das Gleiche macht. Also heute kann ein der Bewohner ganz anders erwarten, wie es vielleicht gestern der Fall war. Und heute lächelt er und morgen ist er vielleicht ein bisschen traurig und er braucht eine ganz andere Zuwendung. Und das ist was alles sehr besonders macht, die Tätigkeit. Sehr schön. Also, wer Lust hat, ran an die Tastaturen, ran an die Bewerbungen, zum einen natürlich hier an die K&S Seniorenresidenz, aber generell natürlich auch für das Berufsfeld an sich, denn Fachkräfte und auch gut qualifizierte Hilfskräfte bis hin zur sozialen Betreuung und natürlich ja auch im hauswirtschaftlichen Bereich werden also gebraucht und deswegen noch einmal vielen Dank, dass wir das heute direkt aus eurem schönen Haus vermitteln konnten. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit für dich, bevor du jetzt gehst. Du hast ich wurde schon sehr überrascht. Noch ein Säckchen vergessen. Oha! Das habe ich hier. Das wollte ich ganz gerne überreichen. Einfach als den Dank, dass ihr auch an uns gedacht habt, dass ihr hier seid. Jetzt gucke ich auch nochmal nach, damit ihr auch alle was davon habt. Mal gucken, was es jetzt noch Schönes gibt. Vielen Dank, ist nicht abgesprochen. Ich sehe schon, es ist ein sehr kurzweiliger Livestream heute. Achtsamkeit und Good Vibes, das senden wir als ganz super Schlusswort dann an alle. Gebt auf euch acht, bleibt schön gesund und bis ganz bald hier in der Pflege. Ciao. Tschüss.